Die Bayerische Architektenkammer und das Haus der Architektur in München. Hier befindet sich die Beratungsstelle Barrierefreies Bauen. Barrierefrei ist natürlich auch das Haus selbst. Und das kommt der Schülerin Verena Puschnick zugute, die hier ein Praktikum absolviert. Die Beratungsstelle wurde 1984 gegründet und hat seitdem über 50.000 Architekten, Bauherren, Institutionen und Einzelpersonen bei der Planung von Neubauten oder der barrierefreien Umgestaltung von Altbauten kostenlos beraten. Seit 1989 gibt es eine Zweigstelle in Nürnberg. Barrierefreies Planen und Bauen dient allen. Deshalb richtet sich die Arbeit der Beratungsstelle inzwischen darauf aus, dass man... Inklusion am Arbeitsplatz ist nur ohne Barrieren möglich. Und davon profitieren letztlich beide Seiten. Die Praktikantin Verena Puschnick und ihre nicht behinderten Kolleginnen und Kollegen.